Willkommen zurück zu einer neuen kleinen Folge Oxygen Included. Ich habe hier gerade mal was ausprobiert und habe gerade gesehen, dass wir relativ viele Zyklen zurück sind, scheinbar. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, wir wären bei diesem Zyklus, also ich dachte, der Zyklus wäre gerade der, dass alle gerade verhungern, aber scheinbar waren wir ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Hungrig sind trotzdem noch alle. Ein bisschen Essen haben wir trotzdem. Gut sieht es trotzdem nicht aus. Ich habe gesehen, dass wir da oben noch ein paar Notfallwurzeln haben. Notfallschmutzwurzeln sozusagen. Und jetzt habe ich mal versucht, alles irgendwie auf diesen Mikrobenmatscher da zu setzen. Keine Ahnung, wie gut es funktioniert, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe auch dann den Elektrolyseur da oben wieder angemacht. Da wird zwar jetzt ordentlich Wasserstoff rauskommen, das müssen wir dann aber wohl ignorieren. Weil es gerade. Ich kann hier jetzt gerade keinen Raum hinsetzen, bei dem ich das dann abpumpe in einen Wasserstoffgenerator. Dafür bin ich einfach nicht. Also bin ich einfach nicht ausgerüstet. Also von den Fertigkeiten her und von der Zeit. Also selbst mit der Bauen 3 Fertigkeit dauert es mir einfach zu lang. Nix Freizeit. Es wird gekocht. Und Stress ist es aber nicht gerade gut, oder? Okay, alles gut. So. Wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Kalorien und ein bisschen Ding drin. Okay, dann hätten wir das schon mal. Da kommen wir doch jetzt auch wieder nicht raus. Also wir können noch niemals genug Dinge produzieren, genug Essen produzieren, um da jetzt wieder rauszukommen. Okay, Orhan verhungert schon mal nicht mehr. Aber dafür Turner. Turner jetzt nicht mehr.
Das verschwendet aber auch so viel Erde, ne? Und diese Lieferzeiten für Wasser. Okay, damit hätten wir erstmal wieder ein bisschen Wasser. Ein paar Kalorien haben wir auch noch. Was war das? Warum wischen? Warum? Was war das denn für Wischen? Nichts wischen. Kochen. Keiner hat irgendwas von Wischen gesagt. Okay, das heißt, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt überhaupt eine Aufnahme dafür mache. Für das bisschen, was wir jetzt hier machen, weil irgendwie es funktioniert so halbwegs. Aber jetzt habe ich einen, jetzt mache ich eine und keine Ahnung, wie gut das jetzt ist. Weil die Folge jetzt nicht gerade spannend wird. Nachdem wir das jetzt irgendwie hingekriegt haben, müssen wir definitiv noch irgendwie Wasser wieder auffüllen. Und ne? Wo kommt die denn jetzt her? Fleisch oder was? Ja? Und wer ist gestorben? Okay, jetzt haben wir genug Kalorien, um sowas jetzt mal durchzuziehen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Wie sieht es denn mit dem Kohlendioxidgehalt hier oben aus? Naja, sieht irgendwie nicht so gut aus. Aber zumindest haben die jetzt das fertig gebaut hier. Ich habe überlegt, ob ich die Schmutzwurzeln da oben ernte, was wahrscheinlich keine so gute Idee sein wird. Aber irgendwie müssen wir diese Dornbären wieder ans Laufen kriegen. Aber wenn dieser Kohlenstoffdioxidgas hier nicht ausbricht, kann ich auch nichts machen. Was hat denn Turner und Orhan und so zu tun? Was machen die dann? Graben, okay. Strom erzeugen. Wasserkühler. Wasserkühler. Wo ist ein Wasserkühler? Ach, das benutzen. Ansonsten würde ich hier überall noch so eine 6 draufsetzen. Hier, das war nicht so geplant, erstmal nur bauen. Hier. Dann können wir die Rohre hier bauen. Können von da oben so ein kleines bisschen Wasser ablassen. Und das können wir uns leisten. Und dann vielleicht, ja, ich meine, das Wasser ist nicht. Oh. Ups, ist doch ein bisschen zu warm. Können es doch nicht leisten, aber. Oh, er bricht aus. Ja, ich dachte mir schon. Minus 33 Grad. So, jetzt. Hier muss einer ran. Hans Peter. Orhan, irgendwer, komm, jetzt. Orhan, Strom erzeugen, nicht Rohr bauen. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass das da unten jetzt läuft. Da unten läuft irgendwer hin. Noch mehr Fleisch? Bin ich sogar froh.
Okay, Hans-Peter läuft mal so ein bisschen rüber. Toll, natürlich nicht. Okay, aber erstmal Luft holen und dann. Jetzt bin ich mir sicher, das funktioniert. Wir pumpen. Okay, es hat ausgereicht. Minus 32 Grad. Der Moment der Wahrheit. Da unten kommt es schon. Ist nicht wirklich viel, aber das ist auch okay. Weil wir im Moment eh noch keinen Weg haben, wo das Ganze ablaufen kann. Okay. Meine Sorge ist, dass wir das Wasser, was jetzt in den Dornbeeren drin ist, meine ich, nicht mehr rausbekommen. Blöderweise haben wir kein Essen bekommen und ich glaube, wenn wir die schlachten, dann bringt uns das auch kein Essen. Aber Temperatur. Es ist sehr warm. Es bleibt doch warm. Es kraft 77 Grad. Das Wasser hat sich kein bisschen abgekühlt. Okay, hier steigt nochmal der Druck. Der minus 34 Grad, aber ich habe keine Ahnung, ob das uns reicht. Also, so wie es jetzt aussieht, reicht es nirgendwo hin. Also, nee, das lassen wir. Ich würde das gar nicht in die Richtung leiten. Sondern hier. Hier so hin. Im Endeffekt geht es dann trotzdem noch unten. Aber ja, es ist besser als nichts. Ah, das Wasser hat sich auf 75,4 Grad abgekühlt. Hier wird weiterhin gepumpt. Die Frage ist, wer baut uns das Ganze jetzt? Also im Endeffekt läuft hier jetzt zwar Kohlendioxid, aber Endeffekt Essen. Danach, das aber hier ist doch schon Luft, hier ist doch schon Stroh. Gut sieht das aber nicht aus. Wir müssen das hier irgendwie rausbekommen, weil sonst ist der ganze Kühleffekt weg. Hey, Orhan scheint da mal ein bisschen was zu machen, auch Hans-Peter. Ich hoffe, sie sind schneller als die Luft. Was genau macht Orhan jetzt? Also das Kohlendioxid ist jetzt erstmal hier. So.
Ich weiß zwar nicht, warum das Ganze jetzt 54 Grad hat. Ach so, es läuft durch 54 Grad warme. Ach, deswegen ist das hier so schön kühl geworden. Aber 54 Grad, keine Ahnung, es ist nicht okay. Behaupte ich jetzt mal. Ist nicht unbedingt gut. Okay, eine Gasleitung, zwei, drei, vier, vielleicht verzähle ich mich auch. Fünf, sechs, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es noch nicht. Was? Brauchen wir da Essen noch? Aber hat denn hier in der Zwischenzeit keiner was gemacht? Doch nicht. Wasser? Läuft da was? Sauerstoff? Toll. 71 Grad, hier ist 58,5. Also wir sehen hier, der Wasserstoff hat jetzt 34 Grad. Das heißt, hier wird das Ganze wohl gut durchgegangen sein. Aber es hat halt seine ganze Wärme verloren. Das war so irgendwie nicht geplant. Ich hätte gedacht, das läuft irgendwie besser. Steh auf. Steht halt nicht auf. Okay, das ist das gut. Hans-Peter, was macht er denn jetzt? Ah, okay, er läuft da nach unten, um zu atmen. Wie weit runter müssen die denn, um Luft zu holen? Noch ist Turner nicht, noch ist Hans-Peter nicht tot. Ist gut. So, das. Es sieht nicht gut aus wieder für die Kolonie, ähnlich wie bei der letzten. Das ist nicht gut. Was machst du denn jetzt? Warum Turner? Jetzt Peter. Aber der verhungert doch schon seit längerer Zeit. Hat er jetzt was gegessen? Ja, ich glaube auch diese Kolonie haben wir verloren. Ja, ich denke, jetzt versteht ihr, warum ich ein Problem damit habe, dass man praktisch nicht gewinnen kann. Oh, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich gucke, wie ich das irgendwie hinbekomme, aber ich denke, auch die Kolonie haben wir wieder verloren.
Ich glaube, jetzt versteht ihr, warum ich meine, man kann es nicht ohne diesen Kaltlaschgeist hier durchspielen. Noch nicht mal Kohlendioxid bei was weiß ich wie vielen Minusgraden da bringt rein gar nichts. Es ist komplett unmöglich, wenn man nicht die krassen Skills hat, da irgendwas zu machen. Also ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Vielleicht werden wir es fortsetzen, vielleicht noch nicht. Natürlich ist es nervig, jedes Mal eine neue Staffel anzufangen. Und es ist, das, ja, es kommt ein bisschen affig, aber es geht halt teilweise auch nicht anders, weil es einfach zu schwierig ist. Also ich verstehe, dass man es ein bisschen stressig machen will und so, aber dass es einfach komplett unmöglich ist ohne diesen Kaltlaschgeist, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Denn in der privaten Kolonie, die ich mitgemacht habe, da habe ich einen Kaltlaschgeist gefunden und seitdem keine Probleme mehr. Also in Zyklus 68 oder so bin ich mittlerweile und ich habe null Probleme, über 60.000, nee, über 100.000 Kalorien mittlerweile. Und es läuft halt reibungslos. Und da werden natürlich auch noch Probleme dazukommen. Und da ist auch noch nicht alles gelöst. Und genauso fände ich das auch gut, wenn es bei den anderen Geysiren ein bisschen mehr funktionieren würde. Also ich meine, die sind doch ein bisschen undankbar. Die ganzen Geysire. Ich meine, Wasser bei 110 Grad, das kann ja keiner brauchen. Und verschmutztes Wasser bei, oder Salzwasser bei 95 Grad, das kann auch keiner. Oder ein ganz normales Wasser bei 95 Grad, das kann auch keiner brauchen. Und kühlen ist in dem Spiel extrem schwierig. Und da und beim Kaltslash-Geysir funktioniert es einfach so reibungslos. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Wahrscheinlich sehr unrealistisch. Aber, und es kann natürlich auch nicht bei allen Geysiren so reibungslos funktionieren wie bei dem. Das wäre auch ein bisschen blöd. Aber vielleicht sollten Sie zum Beispiel die Temperatur von diesem Dampf ein bisschen runterschrauben. Dann wäre es vielleicht kein Kaltdampfgeysir mehr, sondern ein Eisgeysir oder so. Und, ja, gut, dann wäre es gar kein Dampfgeysir mehr. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal, hoffe ich. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, was ich meine. Weil ich will es ja auch nicht zu einfach, aber so ein bisschen einfach wäre schon ganz nett. Weil die Probleme, die kommen ja auch erst später dann teilweise. Und mittlerweile ist es einfach ein bisschen zu, also es ist nicht zu uneinfach oder es ist nicht zu schwer, aber es ist zu unmöglich. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.